So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Flohmarkt Schnäppchen als Nerds. Ich bin der Celi und das hier ist die Sendung, in der ich euch nicht nur meine Würstchen, sondern auch meine Flohmarktschnäppchen präsentiere. Ich war in den letzten Wochen und Tagen wieder auf diversen Flohmärkten unterwegs und bevor ich lange weiter erzähle, zeige ich euch einfach, was ich da gefunden habe. Fangen wir weg tun. Zunächst war ich natürlich fast wie jeden Samstag auf dem Hallentrödelmarkt in Hahn und habe da folgende Schnäppchen gemacht. Das ist jetzt schon so ein bisschen länger her, aber da war ich ziemlich froh drum. Und zwar habe ich da eine Blu-ray entdeckt mit dem klangvollen Titel Die Nibelungen. Das ist, glaube ich, so eine alte Jugo-deutsche Co-Produktion. Also die Hauptrollen sind natürlich mit den Deutschen besetzt. Unter anderem habe ich gesehen, als König Gunther spielt Siegfried Wischnewski mit. Also älteren Semestern dürfte der gute Siegfried Wischnewski bekannt sein als Dr. Bayer aus Ein Heim für Tiere, also der erste Doktor, so ein kahler, schnäuzbärtiger Typ. Also zur Nibelungen oder Siegfried-Sage muss ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Nur, dass sich da echt eine ganz nette Schauspielerriege irgendwie versammelt hat. Unter anderem, glaube ich, auch ein blutjunger Terenzil, der in einer Nebenrolle vorkommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Für diese Sneak Blu-ray, wenn man es vielleicht noch sieht, noch original verpackt, habe ich nur 1 Euro gezahlt. Ich war begeistert. Eine andere Blu-ray, die ich da nicht entdeckt habe, aber von der ich jetzt erzählen muss. Wir schwenken hier zum Trödelmarkt in Langenfeld über, der da immer im Real in regelmäßigen Abständen stattfindet. Und da habe ich diese Blu-ray entdeckt. Leider nicht nur für 1 Euro, sondern für 5 Euro, aber das war sie mir allemal wert. Also klangvoller Titel Die Normannen kommen mit Charlton Heston in der Hauptrolle. Also worum geht es? Dem normannischen Ritter Chrysagon de la Crue wird ein Lehen übertragen, um es von den räuberischen Friesen zu verteidigen. Im Endeffekt, also Charlton Heston, Chrysagon de la Crue, was für ein geiler Name. Also wenn ich irgendwie mal einen Alias brauche, dann werde ich den anwenden. Muss halt diesen Lehen von den Friesen schützen. Ja, und dann kommt es zu so einer Art tragischen Liebesgeschichte. Er ist der Lehnsherr und nach alter Tradition hatte man damals das Recht, als Lehnsherr auf die erste Nacht zu bestehen, was üblicherweise eigentlich nicht genutzt wurde, weil man sonst als unanständig galt. Aber er hat sich wohl in so ein Dorfmädel verliebt und halt diese erste Nacht eingefordert, bevor die heiratet und in den Stand der Ehe übergeht. Und das haben eben die ganzen Dorfbewohner übergenommen und dann nimmt die Tragödie ihren Lauf und dann verbünden sie sich irgendwie mit den Friesen und hast du nicht gesehen. Ich finde den Film super. Also, allerdings habe ich auch eine ziemliche Affinität zu Charlton Heston und habe da leider mit zähem Handeln statt 6 Euro 5 Euro dafür bezahlt. Aber man läuft dem Film halt auch nicht so schnell über den Weg und deswegen war ich da recht froh drum. So, bevor es weitergeht, wende ich nochmal meine Würstchen. Das ist halt quasi auch für mich das Angrillen. Die guten Thüringer Rostbratwürstchen. So, bevor es dann weitergeht. Und da knüpfe ich dann auch da an, wo ich jetzt fälschlicherweise das eine Schnäppchen aus Langenfeld ins Spiel gebracht habe. Und zwar habe ich ein paar Funde wiederum auf diesem Hallentrödel in Hahn gemacht. Unter anderem ein Gameboy-Spiel. Das ist, glaube ich, das zweite Batman-Gameboy-Spiel mit dem klangvollen Namen Return of the Joker. Es gibt ein NES-Spiel mit dem gleichen Namen, das einen sehr guten Ruf hat. Also viele sagen, boah, dieses NES-Spiel, das auf dem 8-Bit-Nintendo war, das sieht so gut aus, dass es quasi auch so ein frühes Super-Nintendo-Spiel sein könnte. Aber es ist anders als das hier. Der Name ist gleich, ein paar Anleihen der Grafiken sind gleich, nur ich habe es jetzt halt einmal angezockt, die Steuerung. Man muss halt irgendwie irgendwelche Wände sich anhakeln und wenn es dann schon schwierig wird, sich irgendwelche, Obstakeln und die zu besteigen oder irgendwie abzufedern. Also sehr viel Spaß beim ersten Anzocken hat es mir nicht gemacht und da schätze ich, dass es ganz anders ist als das NES-Spiel. Weiterhin gefunden, in Hahn habe ich eine Soundtrack-LP zu Silas. 50 Cent, bevor ihr wieder die Augen verdreht, musste ich mitnehmen. Das ist so eine frühe Jugenderinnerung. Früher gab es noch diese, ich weiß nicht unbedingt, ob das Weihnachtsserien waren, aber so bestimmte Kinderserien.
hier unter anderem hier mit dem Patrick Bach, der hat später halt auch in Anna mitgespielt und diversen anderen, Jack Holbrook unter anderem auch noch. Das waren so Kinderserien, wir hatten ja damals nichts nach dem Krieg, da gibt es nur so vereinzelte Kinder-TV-Sachen. Und das ganz Besondere daran ist, die habe ich mal mitgenommen, weil, wie man sieht, Original-Filmmusik von Christian Bruhn. Besagter Christian Bruhn war auch zuständig für den, das könnt ihr euch mal bei YouTube irgendwie reinziehen, für die Titelmusik von beispielsweise Manni der Libero, super geil, also auch da den Soundtrack gemacht, aber noch viel geiler, er war zuständig für den Soundtrack von Captain Future, also der gute Christian Bruhn war der Captain Future Mann. Und wenn man ganz ehrlich ist, sämtliche Soundtrack, obwohl das hier so ein bisschen, ja, um 1900 irgendwie spielen soll wahrscheinlich, muss ich sagen, hört sich alles so ein bisschen nach Science Fiction an. Also es ist immer stark, wenn der Junge dann mit seinem Pferd dahinterher reitet, aber dann könnte er genauso gut mit so einem Raumflieger irgendwo herziehen, wenn man die Musik unterlegt. Also sehr cool. Letzte Schnäppchen auf diesem Hahner Flohmarkt waren Comics. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, um das mal so zu sagen. Und zwar habe ich, jetzt muss ich ein bisschen raussuchen, folgende Comics entdeckt. Die Spinne aus dem Condor Verlag Nummer 37. Und ebenfalls aus dem Condor Verlag, da muss ich kurz gucken, der hier war's, den Comic Superband der Spinne Nummer 21. So, beide Hefte habe ich auch jeweils zu 50 Cent geschossen, also 1 Euro, da handle ich auch nicht großartig. Ich kam dann zu Hause an, jetzt habe ich mich hier verdreht, ich kam dann zu Hause an und stellte fest, also ich habe reingeguckt, irgendwie auf dem Trödelmarkt kamen sie mir nicht so bekannt vor, aber dann musste ich leider zu Hause feststellen, look at it, ich habe die schon. Aber bei diesen Superbänden ist es Usus, also ich bin da großer Fan von, die hatte ich halt eben auch als Kind, passiert es, diese Superbände zur Aufklärung. Das hat Condor recht geschickt gemacht. Ich glaube, nicht verkaufte normale Auflagen von der Spinne wurden einfach so ein bisschen hier zurechtgeschnitten, oben und unten. Da kennt man es halt auch so ein bisschen, wie das abgeschnitten ist. Wurden zurechtgeschnitten und einfach so eine Hülle drauf mit einem zweifelhaften Cover, muss man ehrlich gesagt sagen. Also das ist jetzt nicht State of the Art, zusammengebunden. Und ich habe Superbände, die tatsächlich die gleichen Comics aufweisen. Aber in dem Fall, das ist der, den ich besessen habe, der hat dieses Comic drin und im weiteren das hier, die Nummer 135, was eigentlich auch logischer ist, 134, 135, aber den ich mir hier auf dem Flohmarkt geschossen habe, der hatte jetzt beispielsweise vollkommen unzusammenhängend die 196 drin und die 172 drin. Die 172 war eigentlich ehrlich gesagt auch der Grund, wieso ich es mitgenommen habe, weil der gute alte McFarlane halt noch für die Zeichnung da zuständig war und die finde ich halt auch mega stark. Ja, also deswegen hat sich das dann noch gelohnt, immer reinschauen. Aber jetzt kommt halt auch noch, sage ich mal, vielleicht was Nützliches für Superhelden oder gerade die Spinne- oder Spider-Man-Sammler. Und zwar, wenn ihr genauer hier hinguckt, das hier, das waren so quasi die Comics meiner Jugend. Wie man hier oben sieht, RTL-Trickfilm präsentiert, hier die große Zweitauflage. Das ist die Zweitauflage des Comics. Ist die Nummer 37. Und was hatte ich noch zu Hause rumfliegen? Das hier ist die Erstauflage des Comics. Komischerweise die 38. Gleiches Cover, gleicher Inhalt, aber komischerweise eine andere Nummerierung. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, weil mir das schon vor anno dazu mal aufgefallen ist. Condor hat aus irgendwelchen Gründen bei der Neuauflage der Comics die 27 einfach vergessen. Ich weiß nicht, wieso man das gemacht hat. Ich bilde mir ein, man hat im allerletzten Supersammelband diese 27 nachgeholt. Gründe, vielleicht weiß einer Bescheid, wieso man das mit ihm gemacht hat, ob da irgendwie fiese Inhalte drin waren oder man irgendwie die Geschichte nicht veröffentlichen konnte, weil da irgendwie was fehlte, weil vieles wurde auch parallel in den Spider-Man oder die Spinne-Taschenbüchern irgendwie gemacht. Ich weiß es nicht, vielleicht weiß einer von euch Bescheid, aber seid gewarnt, wenn ihr hier die Erst- und Zweitauflage habt, ab der 27 wird es ein bisschen kritisch, weil die einfach nicht abgedruckt wurde. Und die Zweitauflage ging meines Wissens auch nur bis zur Nummer 50, 51, soweit ich mich nicht erinnere. Zwei DVD-Schnäppchen, die ich noch gemacht habe. Jetzt ehrlich gesagt nicht im Flohmarkt. Nicht im Flohmarkt. Oh, ich muss noch mal wenden. Entschuldigung. Oh, sie werden immer dunkler, aber dann sind sie auch richtig gut.
So. Aber es riecht gut. Aber ich habe ja gesagt, das ist meine Sendung, da erlaube ich alle analogen Käufe. Diese Schnäppchen habe ich in der Bibliothek gemacht. Und zwar, den wollte ich lange haben. Also es ist Gentleman Broncos, der steht ungefähr seit einem Jahr in der Bibliothek bei mir um die Ecke, also bei den Videogriechen. Das sind ganz nette Leute, die Videogriechen, die Bibliothek, die heißen Videogriechen, weil die ja irgendwie von Griechen gehalten werden. Ja, Bus fährt vorbei. Und das sind mega nette Leute und das Lustige ist, zumindest der ältere von den beiden Brüdern oder was die auch immer sind, der kennt sich richtig gut mit Filmen aus und ist selber großer Filmfan. Wie dem auch sei, das habe ich irgendwie seit einem Jahr da stehen sehen, habe den Film auch für toll befunden, habe ihn seinerzeit geguckt, ist von den Machern von Napoleon Dynamite, es ist ganz, ganz witzig, also es geht halt grob darum, dass so ein junger Mann in der Schule irgendwelche Schreibkurse belegt und irgendwie so einen Science-Fiction-Roman schreibt und irgendwie so ein bekannter Autor, der den anhimmelt, den dann den einfach klaut und auch inklusive Freundin und so, ganz, ganz gut gemacht, also in so einer, dieser Indie-Vibe ist einfach da, wie er bei Napoleon Dynamite auch immer da ist. Und dann wollte ich den halt irgendwann mal mitnehmen und ja, die Gelegenheit bot sich an, es wurden drei Filme für 10 Szene angeboten und dann habe ich halt noch den hier mitgenommen, Hochzeit mit Hindernissen, ist vielleicht eher ein Frauenfilm, aber trotzdem, man kann ja auch einen soften Spot haben und ich mag hier diesen Schauspiel halt einfach sehr gerne. Wie heißt der? Naja, Katzmerat wahrscheinlich, kennt man aus... Ich glaube auch den Stieß, Paris, Paris, also es ist großräumig bekannt. Und auch, was ich lange haben wollte, wolkig, mit Aussicht auf Fleischbällchen, dann fand ich den ersten Teil schon richtig gut. Und ich habe mich auch von diesem wirklich, wirklich gut unterhalten gefühlt, war super süß. So ein kleiner, verwirrter Wissenschaftler findet so eine Maschine, die aus Flüssigkeit und sonstigen Kram halt irgendwelche Fleischtierchen produziert. Also normalerweise sollte das eben Nationalnahrungsmittel liegen, aber plötzlich werden das selbstständige Tierchen und dann gibt es unter anderem die Melonenelefanten, den Schrimpaffen, Schrimpgorilla und so weiter und so fort. Ja, also 3 Stück 10 habe ich mal mitgenommen. Letztes Schnäppchen für diese Sendung war heute noch unterwegs, bevor ich mit dem Grillen angefangen habe, auf dem Hildener Trödelmarkt. Vieles gesehen, über vieles habe ich mich auch aufgeregt, da waren viele auch Oldschool- und Klassik-Videospiele anwesend, also viele Super Nintendo und NES-Spiele auch gefunden, aber zu so horrenden und wirkwürdigen Preisen, dass ich mich megamäßig aufgeregt habe, besonders an so einem Stand, über den ich mich ständig aufrege, mit so einer kleinen, dicken Frau. Da haben mich zwei NES-Spiele interessiert, Bart gegen die Space-Mutanten und was ich komischerweise nicht habe, aber tausendmal gesehen habe, sind diese Eisclimber, diese kleinen Eskimos, die so im Labyrinth hochgehen, habe ich mich schon länger interessiert. Und was wollte die haben? 20 Euro pro Stück. Dann meinte sie, wenn sie beide nehmen können, sie will dann. Da habe ich gesagt, nee, sind mir beide zu teuer. Aber zumindest habe ich an einem Stand noch ein paar DVDs entdeckt, beziehungsweise tatsächlich sogar noch ein Spiel. Ist noch ein bisschen dreckig, ich habe es noch nicht sauber gemacht. Und hinter diesem Videostapel war für den Gamecube Mortal Kombat Deadly Alliance. Ich muss sagen, ich war nie sonderlich großer Mortal Kombat Fan. Ich war immer Fan. Ich glaube, ich wende nochmal die Würstchen ein letztes Mal, bevor die verschwinden. Ich mache gleich weiter. Ja, das kommt davon, wenn man hier Kunst produzieren will. Ich glaube, das Würstchen tue ich jetzt in den anderen dazu. Aber das eine kann noch. Ich war stehen geblieben. War nie sonderlich großer Mortal Kombat Fan. Ich meine, für uns war es auch schwierig, damals da ranzukommen. Tragische Geschichte. Das einzige Mega Drive-Spiel, was ich mir jemals gekauft habe, das nicht funktioniert hat, war tatsächlich Mortal Kombat. Das musste ich umtauschen. Ich habe das damals noch auf dem Zöpkesmarkt hier in Solingen gekauft für... ja, damals war es noch teurer, ne? 20 Mark. Das sind ja heute 20 Euro oder 30 Euro. Das war schon teuer Geld und dann konnte ich zum Glück noch umtauschen. Das hat nicht funktioniert. Und die einzige Gelegenheit, wo ich Mortal Kombat in 2D halt gespielt habe, war bei so einem Kollegen aus meiner Jahrgangsstufe, den ich lustigerweise gestern im Kaufland getroffen habe. Bei dem auf dem PC haben wir das gespielt und ich fand es halt nicht so wolle. Ich war schon immer Street Fighter Vertreter, aber sobald Mortal Kombat irgendwie in die 3D-Geschichte gegangen ist, fand ich es irgendwie gut und besser spielbar. Ich weiß auch nicht warum. Ich guck mal, wie das für den Gamecube ist. Hat 2,50 gekostet, wie die drei anderen Filme hier auch. Ein Film, den ich dann mal irgendwann im Fernsehen gesehen habe und richtig, richtig toll fand, war hier The Frighteners mit Michael J. Fox. Und der ist mir total, also was mich
klar kann das passiert, aber ich bilde mir ein, dass ich mich, was so Filme anbelangt, immer auf den Laufenden halten, aber der ist mir total durch die Lappen gerutscht und den habe ich dann irgendwann mal halb im Fernsehen gesehen, wollte den schon immer gucken und fand den richtig toll. Worum geht's hier im Groben? Im verschlafenen Städtchen Fairwater ist das Böse erwacht. Nur einer kann im Inhalt gebieten, Frank Bannister, aka Michael J. Fox, verdient seinen Lebensunterhalt als Ghostbuster. Er befreit Spukhäuser von ihren ungebetenen Gästen. In Wahrheit steckt er mit denen aber unter einer Decke. Ein perfektes Geschäft, bis sich eines Tages ein wirklich böser Geist auf einen mörderischen Streifzug begibt und der Verdacht auf Frank fällt. Jetzt muss der Geisterjäger dringend seine Unschuld beweisen und den Spuk beenden und das ohne dabei selbst im Jenseits zu landen. Also die Geschichte ist toll, Michael J. Fox ist toll. Da habe ich mich gefreut, den gefunden zu haben, weil ich den auch wirklich so nie gesehen habe. Zwei andere Filme, das sind so auch so FSK 18 Klopper. Die habe ich in meiner Teenager-Kindheitszeit gesehen und da war man halt auf der Einstellung, je blutiger, desto besser und keine Ahnung, Inhalt und cool und Gemetzel, das war schon sehr wichtig. Als erstes sei genannt hier die Anime- oder Manga-Verfilmung, ich habe tatsächlich glaube ich ein paar Bände, von Crying Freeman. Der ist sogar ganz decent. An der amerikanischen Westküste tobt ein brutaler Bandenkrieg zwischen der japanischen Yakuza-Mafia und der chinesischen Geheimbund Söhne des Drachen. Yo, ein chinesischer Freeman, lebt als unscheinbarer Künstler und wird auf ein geheimes Signal hin zu einer willenlosen Kampfmaschine, doch plötzlich gerät diese Maschine aus der Bahn. Knallharter Top-Filler mit den Machern von True Romance, mit Nostradamus, Catchy Carrillo und Markus Dacosos, wie auch immer. Der Film ist gar nicht mehr so schlecht. Schlechte Erinnerung habe ich hingegen Perdita Durango, was wirklich so ein blutiges Gemetzel ist, à la Quentin Tarantino. Geht halt um so ein komisches Verbrecherpärchen, die Erinnerung trübt. Wann ist der Film? 2007 kommt mir länger her vor. Ich habe den seit Ewigkeiten irgendwie gesehen, 2007. So lange ist es auch her, dass ich den ungefähr geguckt habe. Die metzeln sich dann irgendwie durch halb Mexiko, USA, ich weiß nicht, irgendwie in irgendein Grenzgebiet und führen sogar so ein Pärchen, dass sie irgendwie Teufeln opfern wollen. Was mir aber total entgangen ist, dass der mit Javier Bardem ist. Und da dachte ich mir, gibst du dem mal eine Chance? Weil so oft gesehen auch nicht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe natürlich, dass ihr diverse Kommentare unter dem Video hinterlasst, unter anderem vielleicht auch ein Like. Und hoffe, dass ihr mir nach wie vor ein paar Tipps gebt, wo man gute Schnäppchen machen kann oder vielleicht auch ein paar Aussagen treffen könnt zu den Schnäppchen, die ich gemacht habe. Bis dahin wünsche ich guten Hunger und bis zur nächsten Sendung.